Herzlich willkommen. Ja, was hat Wladimir Putin im Sinn? Was geht im Kopf des russischen Präsidenten vor? Angesichts der sich überschlagenden Ereignisse in der Ostukraine fragen wir uns das derzeit alle. Was die meisten nicht wissen ist, Putin zitiert gerne russische Philosophen, wenn es darum geht, seine politischen Ziele zu legitimieren. Heute schauen wir uns diese Vordenker Putins etwas genauer an und fragen, welches Gedankengebäude hinter den Machtinteressen des Kremls steckt. Zu Gast ist der französische Philosoph Michel Eljaninov, Russlandkenner, Chefredakteur des französischen Philosophie-Magazins und Autor dieses Buches hier mit dem schönen Titel «In Putins Kopf». Herzlich willkommen, Michel Eljaninov. Merci beaucoup. Ja, wie sieht es denn derzeit aus in Putins Kopf? Haben Sie eine Vermutung? Wladimir Putin steht derzeit an der Schwelle der Umsetzung seines langjährigen Plans zur Ukraine. Im letzten Frühjahr hat er damit begonnen, russische Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzuziehen. Im Sommer 2021 beschrieb er in einem Grundsatzartikel Russen und Ukrainer als ein und dasselbe Volk, geeint durch die Orthodoxie und die, laut Putin, gemeinsame Geschichte. Allerdings seien die Ukrainer einer illegitimen Macht unterworfen. Dieser Artikel vertritt die Idee eines Anschlusses der Ukrainer an ihr russisches Brudervolk. Wir wissen, was dann geschah. Es folgte das Ultimatum an die NATO, wobei sich Putin völlig bewusst war, dass seine Bedingungen abgelehnt würden. Die Weigerung, auf die vermeintlich legitimen Forderungen einzutreten, gab ihm freie Hand, mit der Anerkennung der Unabhängigkeit der Donbass-Republiken seinen lang gehegten Plan umzusetzen. Noch wissen wir nicht, was die nächsten Schritte sein werden. Aber klar ist, dass Wladimir Putin jetzt eine echte, starke Konfrontation mit der NATO will. Es ist interessant, Sie sagen, die gegenwärtigen Ereignisse sind Teil eines größeren, längeren Plans. Er ist ja schon lange an der Macht und wird lange an der Macht bleiben. Und das weiß er natürlich auch. Er kann sich große Ziele setzen. Jetzt im Moment schickt er Truppen in die Ostukraine, hat die Region für unabhängig anerkannt. Und das Ganze droht jetzt zu eskalieren fürs erste Mal. Wir schauen mal ein bisschen zurück, weil Sie gesagt haben, das geht schon länger so, wie es eigentlich dazu gekommen ist und wann das angefangen hat. Herbst 2013. Der prorussische ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch weigert sich, nach heftigem Druck Russlands, die Assoziierungs- und Freihandelsverträge mit der EU zu unterzeichnen. Daraufhin kommt es in Kiew zu Großdemonstrationen der proeuropäischen Bevölkerung, den Maidan-Demonstrationen. Diese eskalieren. Janukowitsch flüchtet nach Russland. In Kiew kommt eine proeuropäische Regierung an die Macht mit Präsident Petro Poroschenko. Frühjahr 2014. Russland annektiert die Halbinsel Krim. April. Zwei Regionen im Osten der Ukraine erklären sich für unabhängig. Donetsk und Lugansk sind unter der Kontrolle von Separatisten, unterstützt von Russland. Auf dem Roten Platz in Moskau feiern nach offiziellen Angaben 120.000 Menschen die Aufnahme der Krim. Die ukrainische Region Krim ist in den Heimathafen zurückgekehrt, lässt Putin verlauten. September 2021, Besuch des Poroschenko-Nachfolgers Volodymyr Zelensky beim US-Präsidenten Joe Biden. Man erhofft sich die Unterstützung der USA gegen die russische Bedrohung und für einen NATO-Beitritt. Anfang Dezember 2021. US-Präsident Joe Biden droht Putin während einer Telefonkonferenz mit Sanktionen, sollte Putin einen militärischen Einmarsch in die Ukraine in die Tat umsetzen. Russland fordert von der NATO ein verbindliches Ende der Osterweiterung. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hat Russland an der Grenze zur Ukraine mehrere tausend Soldaten stationiert. Januar 2022. Wachsendes Verständnis, aber kein Durchbruch bei den Gesprächen zur Entspannung des Ukraine-Russland-Konflikts zwischen US-Außenminister Antony Blinken und dem russischen Außenminister Sergei Lavrov in Genf. Amerikas Invasionswarnung ist aus Lavrovs Sicht, Zitat, russlandfeindliche Hysterie des Westens.
Anfang Februar 2022. Der französische Präsident Emmanuel Macron trifft Wladimir Putin. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz trifft US-Präsident Joe Biden. Beide mit demselben Ziel, Deeskalation auf diplomatischem Weg. Ein Krieg soll mit allen Mitteln abgewendet werden. Die Gespräche bleiben, abgesehen von Floskeln, ergebnislos. Mitte Februar 2022, das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht Bilder, die einen Abzug von Kampfverbänden zeigen sollen. Aktuelle Satellitenbilder vermitteln allerdings ein anderes Bild. Sie sollen belegen, dass Russland die Truppenkontingente entlang der Ukraine, in Belarus, in Westrussland und auf der Krim im Gegenteil weiter aufgestockt haben soll. Ja, und in der Zwischenzeit hat Putin diese Truppen schon in die Ostukraine geschickt. Wenn ich Sie recht verstehe, könnte das erst der Anfang sein, zumindest wenn es nach Putins Plan geht. Es läuft alles nach Plan mit der Unterzeichnung eines Freundschafts- und Beistandsvertrags zwischen Russland und den separatistischen Republiken. Jeder Angriff der ukrainischen Armee auf die separatistischen Republiken im Donbass wird der russischen Armee als Vorwand dienen, ihrerseits die Ukraine anzugreifen. Das Risiko dafür ist sehr groß. Pour attaquer l'Ukraine. Donc en fait, il y a un risque énorme, très important en fait, c'est que d'abord les frontières. Die Grenzen dieser separatistischen Republiken sind nicht klar definiert. Damit besteht die große Gefahr, dass ein ukrainischer Soldat sich am falschen Ort befinden könnte und russische Spezialeinheiten den Ukrainern eine Provokation unterstellen, um angreifen zu können. Ein bekanntes Muster. Was im Moment geschieht, ist äußerst beunruhigend. Mit der Anerkennung der beiden separatistischen Republiken durch Russland ist die Gefahr eines Angriffs der russischen Armee auf die Ukraine akut geworden. Aus russischer Sicht, das sagt der Putin immer, will er eigentlich nur seine Sicherheitsinteressen verteidigen. Und das hat er schon früh gesagt und sagt das auch immer noch. Und er fordert, dass sich die NATO wieder zurückzieht auf den Stand von 1997. Das heißt, keine ehemaligen Sowjetländer sollten Mitglied der NATO sein und schon gar nicht die Ukraine, weil es wie der kleine Bruder von Russland ist, aus Putins Sicht, wie Sie sagen. Was ist denn dran an diesen Forderungen und auch an der Erinnerung von Putin, dass er sagt, eigentlich wurde uns das versprochen, dass die NATO nicht so weit vorrückt nach Osten, bis an die russische Grenze. Was ist dran an diesen Forderungen und an diesem Vorwurf auch an den Westen und an die NATO aus Ihrer Sicht? Alors en fait, c'est un reproche très ancien que fait Vladimir Poutine à l'OTAN et à l'Occident en général. C'est-à-dire que Vladimir Tatsächlich ist dies ein sehr alter Vorwurf gegenüber der NATO und dem Westen im Allgemeinen. Wladimir Putin hat eine Art Gegennarrativ zu den Geschehnissen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 geschaffen, wonach der Westen schuld ist am Fall der UdSSR und am Leid, das daraus entstanden ist. Seit mehr als 20 Jahren kultiviert er ein nostalgisches Bild der Sowjetunion mit Russland als rechtmäßigem Erben, weshalb Moskau auch ein Mitspracherecht in den ehemaligen Sowjetrepubliken habe, in Armenien, Kasachstan, den Kaukasusländern und auch in der Ukraine. Sur le Kazakhstan, sur les pays du Caucase ou encore sur l'Ukraine. Et donc Vladimir Putin unterstellt dem Westen ein Ressentiment und eine auf Rache sinnende Politik, die, wie er am vergangenen Montag erklärte, sich gegen die bloße Existenz Russlands mit seiner Größe und Unabhängigkeit richte. Dernier tout simplement parce que la Russie existe, parce que la Russie est grande, parce qu'elle a des positions indépendantes. Et donc Vladimir Putin qui est Damit hat Putin tatsächlich eine Art Gegengeschichte entworfen, wonach Russland ständig vom Westen bedroht ist, was in Wirklichkeit ziemlich falsch ist, da der Westen sich heute viel mehr mit der chinesischen Bedrohung oder den Wirtschaftssorgen beschäftigen will, als sich mit Russland anzulegen. Aber Wladimir Putin will nicht nur die russische Bevölkerung, sondern die ganze Welt von seiner Opferrolle überzeugen. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, auch auf diese narzisstische Kränkung, die mit diesem Zusammenfall der UdSSR zusammengehängt ist und diese Gebietsverluste auch, die er auch wieder gut machen möchte. Man hört schon, Sie sind ein großer Russland-Kenner, auch ein Kenner der russischen Geistesgeschichte. Ihre Großeltern, muss man sagen, sind in den 1920er Jahren aus Russland geflohen, nach der russischen Revolution. Sie selbst sind 1969 in Paris geboren, aufgewachsen, leben auch in Frankreich. Aber sie haben zwischenzeitlich auch in Russland
gelebt, haben mal für die französische Botschaft in Moskau gearbeitet, haben über Fjodor Dostojewski, den großen russischen Schriftsteller, promoviert, über Dissidenten geschrieben. Und aktuell sind Sie Chefredakteur dieses Magazins hier, des Philosophie-Magazins, schon länger sind Sie das. Wann haben Sie angefangen, sich als Philosoph für Russland zu interessieren und für die russische Geistesgeschichte und Philosophie? Nun, wie viele andere Leser, habe auch ich als 15-Jähriger Dostojewskis Romane gelesen. Verbrechen und Strafe, die Brüder Karamasow und der Idiot, die zu den Schätzen der Weltliteratur gehören. Ich habe dort eine Art, die Dinge zu sehen, entdeckt, die russische Seele, die zwar europäisch ist, sich aber von der Sicht in Westeuropa unterscheidet. Ethische und moralische Fragestellungen und Dramatisierungen, die größere Bedeutung der Religion und der religiösen Suche, den Überschwang der russischen Kultur im Vergleich zum Westen, wo eine ernstere Sichtweise herrscht. Qui avons peut-être une vision plus sérieuse des choses. Et donc, en fait, c'est en découvrant Dostoevsky que mit Dostoevsky regte sich bei mir die Frage, wie es in Russland nach dem Kommunismus aussehen könnte. Sie stellte sich auch 1991, als ich in Moskau war, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Die Menschen hatten 70 Jahre lang unter der Ideologie des Marxismus, Leninismus und des Kommunismus gelebt. Obwohl sie vielleicht nicht wirklich daran glaubten, hat das ihr Denken geprägt. Mich interessierte, wie sich die Gedanken- und Ideenwelt und folglich auch die Politik nach dem Zerfall der UdSSR entwickeln würde. Also es gab wie ein ideologisches Vakuum, eine Leere von Ideen eigentlich, nachdem sozusagen der Sowjetkommunismus zusammengebrochen ist. Ja, absolut. Ich habe einmal den polnischen Dissidenten Adam Michnik gefragt, was das Schlimmste am Kommunismus sei. Er antwortete, das, was nachher kommt. Tatsächlich ist im Kommunismus alles geregelt. Man weiß, was man tun muss und was man denken und sagen darf. Aber danach? So gab es in den 90er Jahren in Russland effektiv einen Moment der Desorientierung. Die Menschen fühlten sich teilweise zu irrationalen Ideologien wie dem Kosmismus hingezogen, der sich mit der Unsterblichkeit des Menschen oder der Kolonialisierung des Mondes beschäftigte. Das ist übrigens auch das Thema meines letzten Buches. Gleichzeitig keimte auch ein russischer Nationalismus. Es dauerte aber bis zum Jahr 2000, bis Wladimir Putin an die Macht kam und eine Art neue Ideologie vorschlug und ein neues Kapitel in der Kulturgeschichte Russlands einläutete. Und da im Jahr 2000 haben Sie Wladimir Putin auch mal persönlich getroffen, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Wie war das, diese Begegnung? Auf Distanz, glaube ich, war es. Nun, ich habe ihn tatsächlich einmal am Moskauer Filmfestival gesehen. Ich bin ein leidenschaftlicher Kinogänger und ging eigentlich immer hin. Außerdem war ich neugierig auf den neuen Präsidenten Wladimir Putin. Im Westen wurde er als blass, trocken, grau und kalt dargestellt. Das Bild des früheren Spions, der er war. Der Mann, der auf der Bühne des großen Puschinski-Kinos in Moskau erschien, war dann aber charmant, herzlich und attraktiv und hatte so gar nichts zu tun mit dem Bild, das man sich im Westen von ihm machte. Mir war klar, dass er sich auf die Kunst der Selbstinszenierung verstand. Wladimir Putin ist ein großer Kommunikator, der manchmal kalt, schneidend oder gar brutal, dann aber wieder reizend und fesselnd erscheint. In Wirklichkeit ist er ein Spion. Als er Anfang der 80er Jahre seine spätere Frau kennenlernte, fragte sie ihn nach seinem Beruf. Er antwortete, weißt du, ich bin Experte für menschliche Beziehungen. Ein Spion ist für ihn in erster Linie jemand, der mit seinem Bild spielen kann, um andere manipulieren zu können. Dieses strategische Auftreten hat er seiner Spion-Vergangenheit, seiner Geheimdienst-Vergangenheit zu verdanken. Er ist eine schillernde Figur. Man weiß gar nicht so sehr viel über seine Vergangenheit. Einiges weiß man schon. Wir schauen kurz zurück, einen kleinen Abriss seiner Biografie bis zur Präsidentschaft. Zur Welt kommt Wladimir Putin 1952 in der Sowjetunion, genauer gesagt in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. Die Eltern sind arm. Er prügelt sich oft mit seinen Mitschülern. Und er macht Kampfsport.
Nach dem Jurastudium heuert Wladimir Putin beim mächtigen sowjetischen Geheimdienst, beim KGB, an. Er ist Spion in Ostdeutschland, als die Mauer fällt. Und wenige Monate nach der DDR zerfällt auch die Sowjetunion. Präsident wird Boris Jelzin. Jelzin, ja, der trinkt viel, der tanzt gerne und ist im Westen sehr beliebt. Er privatisiert die sowjetischen Staatsbetriebe, die kommen in die Hände blutjunger Unternehmer aus Moskau. Die frönen dem Kapitalismus amerikanischer Prägung und werden über Nacht zur mächtigen Geldelite. Man nennt sie die Oligarchen. Putin, der bleibt in St. Petersburg. Er macht Karriere in der Stadtverwaltung und umgibt sich mit ehemaligen Spionen und zwielichtigen Geschäftemachern. 1996 wechselt Putin nach Moskau, in den Kreml. Und dort setzt er seine Karriere fort, bis hin zum Premierminister. 1999 tritt Boris Jelzin überraschend zurück und übergibt die Macht an Wladimir Putin. Ja, wir haben gesehen, angefangen hat alles im Geheimdienst, im KGB, als Spion. Wie stark hat diese Geheimdienstvergangenheit sein Weltbild geprägt? In erster Linie ist Wladimir Putin ein Produkt der Sowjetunion. Er glaubt nicht unbedingt an den Marxismus als Wirtschaftssystem, aber an den sowjetischen Patriotismus, an die Größe der Sowjetunion. Er ist geprägt von der Idee, dass die Sowjetunion eine Großmacht ist und bleiben muss, selbst auf die Gefahr der Feindschaft dem Westen gegenüber. Diese Anschauung besteht weiter. Ebenso prägend war das KGB. Er erzählt in seiner Autobiografie, wie er als 16-Jähriger an den Toren der KGB-Zentrale in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, angeklopft und um Aufnahme gebeten hat. Der Agent, der ihm öffnete, habe ihm beschieden, sich erst nach einem Jurastudium wieder beim KGB zu melden. Für ihn ist das KGB eine Eliteschule und nicht der Geheimdienst, der Dissidenten misshandelt und verfolgt oder die moralische Schuld für den Gulag trägt. Seine Agenten sind für ihn die besten Staatsdiener. Während das KGB im Inneren und gegen Außen ein Symbol der Unterdrückung ist, sieht er darin eine Art höhere Verwaltungsschule, dank der er Teil der Elite der UdSSR wird. Als die Sowjetunion 1991 zusammenbricht, ist dies für ihn eine Tragödie, weil damit all seine Jugendideale, der Patriotismus, der Dienst am Staat, die Opposition gegenüber dem Westen in Trümmern liegen. Aber in diesem Geheimdienst steckt ja auch eine andere Idee noch drin, neben dieser Elite, nämlich dass geheime Machenschaften dahinter stecken könnten, dass das, was die Leute sagen, nicht das ist, was sie wirklich denken. Diese zwei Ebenen, kann man vielleicht sagen. Auch diese Paranoia, also dieses Misstrauen gegenüber dem Westen. Beim KGB geht es darum, seine Gefühle zu verbergen und andere zu manipulieren. Wladimir Putin hat offensichtlich gelernt, eine Maske zu tragen, um Angst zu schüren oder andere in seinen Bann zu ziehen. Vor allem aber hat er gelernt, seine Absichten zu verheimlichen. Er kann wochenlang schweigen, während er seine Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzieht. Nur um dann plötzlich, wie am vergangenen Montagabend, eine große Rede zu halten, in der er die Anerkennung der separatistischen Republiken ankündigt und den Westen und vor allem die Ukraine aufs Heftigste brüskiert. Er spielt mit seinem Image. Dazu gehört auch seine Geheimnistuerei rund ums Geld. Als stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg wurde er in den 1990er Jahren mit der Mafia und der Korruption in Verbindung gebracht. In jüngster Zeit ließ er sich einen prächtigen Palast am Schwarzen Meer errichten. Er wusste seine Stellung beim KGB dazu zu nutzen, sein Ziel, reich zu werden, zu verbergen. Man darf nicht vergessen, dass Russland eine Kleptokratie ist. Russland wird heute von Männern regiert, die durch und durch korrupt sind. Putin und seine Entourage zieren sich nicht, Geld, das dem Volk zusteht, zu entwenden, um damit Yachten, Flugzeuge und Grundstücke zu kaufen und darauf Schlösser zu bauen. Das KGB dient auch dazu, solche Aktivitäten zu verschleiern.
dass dahinter mafiöse Strukturen stecken und ihm es eigentlich auch ums Geld geht, nicht nur um die Macht. Jetzt, er präsentiert sich ja auch, wir haben gesehen, seine Judo-Vergangenheit als Kämpfer, gerne oben ohne, was ja eigentlich sehr sonderbar ist für einen Politiker seines Ranges, mit seinen Hobbys. Wir sehen ihn hier auf dem Pferd. Andere Bilder gibt es, wo er beim Fischen ist und so weiter. Wir kennen das. Wie deuten Sie diese Bilder? Was haben die für eine Funktion? Sobald er an die Macht gekommen ist, hat Putin als erstes die Fernsehsender unter seine Kontrolle gebracht. Er nötigte den Oligarchen Wladimir Gusinski, sein Medienunternehmen und damit auch den ersten russischen Fernsehkanal zu verkaufen. Mit seinem KGB-Hintergrund weiß Wladimir Putin um die Bedeutung öffentlicher Bilder und der Kommunikation. Er wollte sich abheben vom Bild früherer sowjetischer Führer, insbesondere von Boris Jelzin, der herzkrank war und dem Wodka zuneigte, und sich als dynamischen, jungen, muskulösen und unerschrockenen Führer zeigen. Er schuf einen eigentlichen New-Age-Personenkult, indem er sich mit nacktem Oberkörper und als Sportler präsentierte. Das funktionierte anfangs sehr gut. Die Russen wollten das Bild eines Führers, der weder alt noch Alkoholiker war. Er bediente dieses Image. In den letzten Jahren aber spotten die Russen ein wenig über diesen Personenkult. Man würde es bevorzugen, dass Wladimir Putin sich besser um Schulen, Krankenhäuser, Eisenbahnen und Straßen kümmern würde, anstatt sich beim Jagen oder Fischen zu zeigen. Das Ganze ist also auch heute noch sehr wichtig für seine Selbstdarstellung, die allerdings heute etwas altmodisch wirkt. Ja, ich meine, es ist ein wichtiger Pfeiler, diese Selbstinszenierung seiner Person, aber auch seiner Politik. Sie haben es gesagt, von Anfang an hat er sozusagen die Medienstation übernommen. Jetzt gibt es dieses Russia Today, wo er auch im Ausland versucht, ein russlandfreundliches Bild zu verbreiten. Das heißt, diese sanfte Macht der Medien, diese Desinformation, die Propaganda ist ganz, ganz zentral für seinen Politikstil. Wladimir Putin sieht sich als Erneuerer der Ideologie Russlands. Er glaubt, dass er Russland aus dem Kommunismus herausgeführt hat, ausgehend von einer neuen Ideologie, die man erstmal als nationalistisch bezeichnen könnte. Vor allem aber sieht er sich als ideologischen Pol für die ganze Welt. Dafür braucht er Fernsehsender, die ins Ausland strahlen, wie Russia Today oder Sputnik, und Wasserträger in allen Ländern der Welt, die seiner globalen Rolle Einfluss verleihen. Putin zeigt sich dem Westen gerne als Joker in Batman, das Böse, für das man eine Hassliebe empfindet. Er ist politisch unkorrekt und spricht die Dinge aus, die die Regierenden nicht zu sagen wagen. Er ist manchmal etwas grobschlächtig und brutal. Er will dem Publikum auf der ganzen Welt gefallen, sogar den Amerikanern und den Europäern, indem er anders ist. Vor allem ist er gegen die Amerikanisierung der Welt. Seit er an der Macht ist, hat Putin weltweit Propaganda betrieben. Dies läuft, wie gesagt, über Fernsehsender, aber auch über politische Multiplikatoren in aller Herren Länder. Es gibt überall Politiker, die Putin unterstützen. Und es läuft über Zeitungen. Wladimir Putin will ein ideologischer Leuchtturm für all diejenigen sein, denen die Welt, so wie sie ist, nicht gefällt. Das hat ziemlich gut funktioniert. Aber das war ja nicht immer so. Also Anfang seiner Präsidentschaft hat er eine Rede gehalten, sehr bemerkenswert, auf Deutsch, muss man sagen, im Deutschen Bundestag. 2001 war das, und das ist ein anderer Wladimir Putin damals gewesen. Wir hören ihm mal kurz zu. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Wie bekannt haben wir den Vertrag über das allgemeine Verbot von Atomtests, den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die Konvention über das Verbot der biologischen Waffen sowie START-2-Abkommen ratifiziert. Leider folgten nicht alle NATO-Länder unserem Beispiel. Heute müssen wir fest und endgültig erklären, der Kalte Krieg ist vorbei. Heute sind wir verpflichtet zu sagen, dass wir unsere Stereotypen und Ambitionen loswerden und der Bevölkerung Europas und der ganzen Welt Sicherheit zusammen gewährleisten. Und manchmal aufrichtig, ganz ehrlich gesagt, von eigener Ungewohnheit schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für
vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ja, wenn ich Sie recht verstehe, dann spricht hier schon der Stratege, der Wolf im Schafspelz. Tatsächlich verfolgt Wladimir Putin während seiner ersten Amtszeit als Präsident bis 2004 eine Politik der offenen Tür zu Europa und den westlichen Ländern. Wenn er nach Deutschland reist, zitiert er sehr oft den berühmten Text zum ewigen Frieden des deutschen Philosophen Immanuel Kant. Putin sagt, dank Kant und dank der Tatsache, dass Russland europäisch ist, so wie Deutschland europäisch ist, werden wir einen ewigen Frieden errichten. Unsere Generation wird die Welt nach dem Kalten Krieg aufbauen. So klingt das in den frühen 2000er Jahren. Gleichzeitig sagt er in China, wir sind gegen jede ausländische Einmischung in die Politik eines Staates. Also er sucht Allianzen nach allen Seiten. Ja? Genau. Er beobachtet das Geschehen und sieht den Beitritt der ehemaligen Sowjetrepubliken zur Europäischen Union, auch der baltischen Staaten. In Georgien, einer weiteren ehemaligen Sowjetrepublik, gibt es eine demokratische Revolution. Der Gedanke wächst in ihm, dass die früheren Sowjetrepubliken sich zu sehr dem Westen zuwenden. Von da an ändert sich seine Haltung dem Westen gegenüber, von einer ironischen zu einer zunehmend feindseligen Politik. Und dann kommt diese konservative Wende bei Putin, wie man das oft nennt. Sie haben es gesagt, es gibt diese Rosenrevolution in Georgien 2003 und 2004 dann die Orange Revolution in der Ukraine. Es gibt auch eine Tragödie von Beslan, die beschreiben Sie in Ihrem Buch, auch sei sehr wichtig gewesen. Tschetschenische Rebellen nehmen da eine Schule in Geiselhaft und Putin beschließt dann, dass er die Gouverneure von nun an selbst bestimmt und die Macht zentralisiert. Was würden Sie sagen, gibt es so ein Ereignis, wo diese konservative Wende dann ausgelöst wurde, oder sind das irgendwie einige Einflüsse, die dazu geführt haben, so in diesen 2003er, 2004er Jahren? Diese konservative Wende vollzog sich allmählich und wurde von mehreren Faktoren beeinflusst. Es gab internationale Elemente, wie den Beitritt der baltischen Staaten zur Europäischen Union und die demokratischen Revolutionen in der Ukraine und in Georgien. Mit der Tragödie in Beslan, als russische Schüler von tschetschenischen Terroristen als Geiseln genommen wurden, verliert er jedes Vertrauen in die russische Kommunalverwaltung und die Demokratie in Russland. Eh bien, il se dit qu'il ne peut pas faire confiance finalement à la démocratie en Russie, et donc il faut créer ce qu'il va appeler une verticale du pouvoir. Et donc là, à ce moment-là, progressivement. Es folgt, was er die Vertikale der Macht nannte. Putin greift immer stärker gegen innen durch und wird immer misstrauischer gegen außen. Er entwickelt eine Art Paranoia, gemäß der die Zuwendung der ehemaligen Sowjetrepubliken zur Demokratie und zu Europa das Ergebnis von Operationen ausländischer Geheimdienste sei. Damit wächst sein Misstrauen gegenüber dem Westen. Also dieses Misstrauen auch, dass er wieder irgendwie die Einflüsse des Westens überall sieht, auch bei demokratischen Revolutionen und Widerständen im Ausland und im Inland. Was würden Sie sagen, heißt überhaupt konservativ für Wladimir Putin? Welche Vorstellung von Konservatismus hat er da? Er betont zunehmend seine konservative Haltung, wobei es sich nicht um einen rückwärtsgewandten Konservatismus handelt, der unbedingt in die Vergangenheit zurückführt, sondern das Beste aus der Vergangenheit bewahren will, wie er immer wieder bekräftigt. Insbesondere nach 2010, 2012, 2013 sagt er, ich bin ein Konservativer und wendet sich damit gegen alles, was seiner Meinung nach die Dekadenz Europas fördert. Den Abfall von den christlichen und moralischen Wurzeln des europäischen Kontinents. Putin fällt in einen eindeutig homophoben Diskurs, der sich gegen Homosexuelle richtet. Er betont, dass eine Gay Pride Parade in Russland niemals möglich wäre. 2013 verabschiedet er ein Gesetz gegen das, was er als homosexuelle Propaganda bezeichnet. Wer in Russland ein Bild zeigt, das mit Homosexualität in Verbindung steht, kann dafür ins Gefängnis kommen. Er stellt sich insbesondere auch gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, die zu diesem Zeitpunkt in Frankreich und anderswo beschlossen wird.
Damit festigt er das Bild Russlands als Hort eines Konservatismus, der sich gegen Masseneinwanderung und Homosexualität wendet und für die christlichen Wurzeln einsteht und sich so vom dekadenten Europa abhebt. Et donc il va essayer de montrer que par comparaison, l'Europe est entrée en décadence. Also es ist einerseits diese Gegnerschaft gegen die Homophobie, warum das so wichtig ist, müssen Sie vielleicht noch erklären für ihn, warum das so eine zentrale Frage ist. Also ein traditionelles Familienbild, eine christliche Werte, könnte man auch sagen. Also die Religion wird wieder wichtig als Abgrenzung. Und auch die Technologie. Also er wendet sich auch oft gegen das Internet, benutzt, glaube ich, kein E-Mail und so, habe ich gelesen von Ihnen. Das ist ja also wirklich von vorgestern. In der Tat, Putin fördert die traditionelle Familie mit Kindern aus einer heterosexuellen Verbindung aus demografischen Gründen. In einer ziemlich abstrusen Erklärung lehnt er die Homosexualität ab, weil er will, dass russische Familien mehr Kinder bekommen. Dabei setzt er auf religiöse Werte. Da sich der Westen von seinen religiösen Werten abgewandt habe, liege es nun an Russland, sich in Europa als Garant und Hüter der christlichen Werte zu zeigen. Ja, aber das ist ja lustig. Also die Religion ist für ihn wie das Fundament der Moral. Also er spricht auch vom heiligen Russland, eine spirituelle Wiedergeburt Russlands, nennt er das. Das, was er will. Aber wie ist das zu deuten? Ist das eine Instrumentalisierung der Religion für seine politischen Ziele? Sie haben am Anfang auch das ideologische Vakuum angesprochen, nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Oder ist das ein echtes Glaubensbekenntnis? Hängt ihm etwas an dieser Religion, am orthodoxen Christentum? Wladimir Putin bezeichnet sich selbst als gläubig. Seiner Meinung nach basiert jede Moral auf religiösen Werten. Hier weicht er offensichtlich von Kant ab, wonach eine Moral allein auf der Vernunft gründen kann. Er glaubt, die Religion müsse der Moral Leben einhauchen. Er spricht davon, wie ihm seine Mutter als Kind ein Kreuz geschenkt hat. Man weiß von seinem Beichtvater und dass er manchmal in die Kirche geht und sich in Klöster zurückzieht. Aber all das ist in Wirklichkeit auch eine politische Instrumentalisierung. Religion, insbesondere der orthodoxe Glaube, war im Marxismus verboten und erlebte in den 1980er und 90er Jahren und vor allem nach dem Fall des Kommunismus eine Renaissance. Putin nutzt die Orthodoxie, um einem Teil seiner Wählerschaft zu gefallen und um seine Treue zu den christlichen Wurzeln zu beweisen. Wie weit es mit seinem Glauben her ist, wissen wir nicht. Wladimir Putin ist, wie gesagt, ein Schauspieler und ein Geheimagent. Es ist schwierig zu wissen, was er glaubt. Vor allem aber will er es glauben machen. Sie sprachen von seinem Misstrauen dem Internet gegenüber. Es ist in der Tat paradox, dass Putin das Internet nutzt, um politisch Einfluss zu nehmen. Bekanntlich versuchen die russischen Geheimdienste, Wahlausgänge im Ausland zu beeinflussen oder sich gar in Wahlen einzumischen. Dennoch misstraut Putin dem Internet. So lässt er sich vom FSB, dem Inlandsgeheimdienst, mittels roter Akten informieren. Das heißt, er lässt sich einfach informieren von ein paar Menschen, die zu ihm kommen und ihm die Informationen servieren, und das hält er dann für die Wirklichkeit. Darin liegt das Problem. Russische Soziologen, mit denen ich mich kürzlich unterhielt, erzählen mir denn auch, dass Wladimir Putin wohl von der Realität abgeschnitten ist. In seinem Gegennarrativ, das wir vorher besprochen haben, sinnen die NATO und der Westen auf Rache aufgrund der Existenz, der Größe und der Unabhängigkeit Russlands. Dies zwingt ihn zum Handeln. Diese Erzählung ist in sich schlüssig, aber hat eine paranoide Dimension, weil sie nicht unbedingt der Realität entspricht. So stellt sich tatsächlich die Frage, inwieweit Putin heute abgeschottet ist von den Realitäten seines Landes. Sein Land leidet. Es gibt viel Armut in Russland. Die Inflation ist sehr hoch und es herrscht Korruption. Heute betreibt Putin vor allem eine nationalistische Politik der Vergeltung gegenüber dem Westen. Er täte wohl besser daran, sich um die wahren Probleme zu kümmern, unter denen die Russen heute leiden. Also das Selbstbild ist wirklich so, dass die Aggression von außen kommt, der Druck und Russland
Russland muss sich verteidigen. Das war bei Napoleon so, 1812, das war 1941 gegen die Nazis. So ist das Selbstbild. Und Russland wird an den Rand gedrängt, sagt ja Putin auch immer. Also man kann Putins Politik, wenn ich sie recht verstehe, auch als Antwort auf diverse Kränkungen verstehen. Angefangen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da sagt er, der Zusammenbruch der UdSSR, Zitat, ist für Putin die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Also nicht etwa der Zweite Weltkrieg oder die Machterweiterung Stalins, sondern der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und die zweite Kränkung dann zum Beispiel 1999, wo die NATO in Serbien und in Kosovo interveniert. Zwei historische Verbündete von Russland ohne UN-Mandat. Würden Sie sagen, solche Kränkungen, narzisstische Kränkungen, können die Politik Putins ziemlich gut erklären? Wladimir Putins Politik basiert auf dem Gedanken der Rache für die angeblich erlittenen Demütigungen Russlands. Die Sowjetunion ist unter ihrem eigenen Gewicht zusammengebrochen. Gorbatschow, der letzte sowjetische Generalsekretär, hatte die Perestroika ins Leben gerufen, um die Sowjetunion zu retten, und musste erkennen, dass die kommunistische Planung nicht mehr griff. Die Sowjetunion fiel auch aufgrund innerer Spannungen, weil Georgien und die baltischen Sowjetrepubliken auf ihre Freiheit drängten. Letztendlich ist die Sowjetunion selbst schuld an ihrem Untergang. Wladimir Putin sieht die Schuld aber bei anderen, den Amerikanern und den Europäern. In der ganzen Zeit seiner Herrschaft, die im Jahr 2000 begann und nach einer Verfassungsänderung bis 2036 dauern kann und somit historisch ist, versucht er, sein Volk davon zu überzeugen, dass man auf Angriffe von außen reagieren muss. Es ist eine Umkehrung der Tatsachen. 2008 hat Putin in Georgien militärisch eingegriffen. 2014 annektierte er die Krim und unterstützte die Separatisten im Donbass. Heute greift er wieder militärisch in die Ukraine ein. Er ist also der Angreifer und rechtfertigt sich stets mit der Begründung, die anderen hätten begonnen. Seine Politik erfolgt aus einer Kränkung. Sein politisches Denken gründet auf Rache und Vergeltung. Genau, und für diese Politik sucht er sich auch ideologische Vorbilder. Er hat Einflüsse, er liest bestimmte Dinge. Er hat auch, wie Sie am Anfang Ihres schönen Buches schreiben, in Putins Kopf, das leider vergriffen ist, muss man sagen. Er schenkt all seinen Beamten im Jahr, ich weiß nicht mehr, 2014, drei Bücher sozusagen als Pflichtlektüre. Und der eine Philosoph, der eine Denker ist ganz wichtig, den schauen wir uns jetzt mal an. Er ist auch ein Vordenker des Konservatismus. Ivan Ilin, also ein Philosoph, Gegner der Bolschewiki, ein konservativer Monarchist, Slavophiler, wurde 1922 aus Russland verbannt, lebte dann lange in der Schweiz und ist auch in der Schweiz in Zollikon, glaube ich, gestorben. Wer war dieser Ivan Ilin und warum ist er und seit wann ist er so wichtig für Putin? Ivan Iljin mag in der Geschichte der zeitgenössischen russischen Philosophie keinen großen Platz einnehmen. Umso wichtiger ist er aber für Putin. Es wird erzählt, dass Nikita Michalkov, ein berühmter Filmemacher und Autor von Schwarze Augen, ihn mit seinem Werk vertraut gemacht hat. Offenbar schenkte er Putin die Werke von Ivan Iljin mit der Bemerkung, darin läge eine russische Prophezeiung, die Wladimir Putin verkörpern würde. Ivan Iljin wurde vor der Revolution geboren und 1922 aus der UdSSR ausgewiesen. Er lebte während des Aufstiegs der Nazis in Deutschland und ging dann in die Schweiz. Er wurde tatsächlich in Zollikon beerdigt, aber sein Leichnam wurde 2005 auf ausdrücklichen Wunsch Putins nach Russland zurückgebracht. In den 1950er Jahren beschäftigte sich Ilin damit, was aus Russland nach dem Fall des Kommunismus werden könnte. Seine einfachen Ausführungen müssen Wladimir Putin tief beeindruckt haben. Er sagt, nach dem Kommunismus werden ausländische Kräfte versuchen, Russland zu kolonisieren, zu zerstückeln und in einen Kriegsherd zu verwandeln, um es klein zu halten.
Es sei denn, es gelingt einem jungen, tatkräftigen Führer, das russische Volk zu vereinen, um der Aggression des Westens Einhalt zu gebieten und Russland seinen einstigen Stolz zurückzugeben. Die Texte von Iwan Iljin haben mir die Augen geöffnet. Ist verrückt. C'est incroyable. Wladimir Putin hat Iljin mehrmals bei sehr wichtigen Reden zitiert. Sein Werk enthält die Prophezeiung eines siegreichen anti-westlichen Russlands, allerdings um den Preis einer Konfrontation mit dem Rest der Welt. Putin ließ sich von ihm stark inspirieren. Er sagte noch 2021, dass Iwan Iljins Buch auf seinem Nachttisch liegt und er es oft konsultiere für einen Entwurf eines Russlands frei von westlicher Einflussnahme. Tatsächlich verteilte Putin das Buch an alle Beamte, die nun mehr oder weniger freiwillig die Werke dieses Philosophen lesen müssen. Pour faire plaisir à Poutine, finalement, lire les œuvres de ce philosophe. Also das ist eigentlich seine wahre Bibel. Sein politisches Programm steckt da in diesen Schriften von Iwan Iljin drin. Ja, aber es gibt auch andere Referenzen. So bezieht sich Putin gerne auf einen durchaus großen russischen Philosophen, Nikolai Berdjajew, der die russische Revolution miterlebt hat und dann nach Frankreich gezogen ist. In Philosophie der Ungleichheit von 1918 gibt es ein Kapitel über den Konservatismus. Und auch dieses zwingt Putin, alle hohen Beamten des Landes zu lesen, indem er erklärt, die Lösung für eine sich schnell verändernde Welt bestehe darin, konservativ zu sein. Ich denke, dass Putin hier die Aussagen von Nikolai Berdjajew völlig verdreht. Ein Missverständnis. Er hat ihn schlicht nicht verstanden. Berdjajew selbst sagte, mein Konservatismus ist nicht politisch, er ist ein rein moralischer Konservatismus. Aber es schmeichelt Putin, sich auf Philosophen zu beziehen, um sagen zu können, seht her, Iwan Iljin und Nikolai Berdjajew haben mein eigenes politisches Programm vorweggenommen. Er zitiert auch noch ganz andere Autoren, um seine Reden kulturell zu untermauern und seinem Volk zu zeigen, dass seine Weltanschauung auf einer langen intellektuellen Geschichte beruht. Und es gibt auch aktuelle Denker, die er gerne zitiert und die eine gewisse Nähe haben. Eine sehr schillernde, umstrittene, gefährliche Figur ist Alexander Dugin. Vielleicht sagen Sie noch zwei, drei Sätze zu ihm. Das ist ein rechtsextremer Politiker und Denker, und er vertritt eine Idee von einem eurasischen Imperium. Das ist auch in Ihrem Buch sehr wichtig. Sagen Sie, es ist ein Pfeiler von Putins Denken, dieser eurasische Traum. Wer ist dieser Dugin und was ist damit gemeint, mit diesem eurasischen Traum? Alexander Dugin ist ein Vertreter des sogenannten Neo-Eurasismus in Russland und Ideengeber einer extremen oder sogar faschistischen Rechten. Putin interessiert sich weniger für die Person Dugins, die zu extremistisch ist, als dass er sich mit ihm zeigen würde, auch wenn er seine Bücher liest. Das Konzept Eurasien aber ist von zentraler Bedeutung. Seit er Präsident ist, betont Putin, dass Russlands Schicksal auch in Asien liegt. Seiner Meinung nach gehört Russland kulturell zu Europa, geografisch aber stärker zu Asien. Putin macht seinem Volk eine Hinwendung zum Osten schmackhaft und wirbt für ein Bündnis mit Xi Jinpings China anstatt mit Westeuropa oder den USA. Er stützt sich dabei auf Denker der 1920er Jahre, die man Eurasisten nennt. Sie vertraten die Meinung, dass Russland nicht wirklich zu Europa gehört, sondern zu einem eigenen kulturellen, geografischen und politischen Raum Eurasien, der weder China noch Europa ist, sondern seine eigenen Werte und Merkmale hat und deshalb ergründet werden soll. Ses propres caractéristiques et donc qu'il faut explorer. Et donc effectivement Vladimir Poutine parfois il cite aussi. Tatsächlich zitiert Wladimir Putin manchmal eurasische Denker, um sich von einem Westeuropa abzugrenzen, das satt, müde und dekadent geworden sei, wogegen Eurasien als junger Kontinent expandiere. Folglich müsse sich Russland eher gegen Osten ausrichten. Et donc il faut développer le destin de la Russie plutôt vers l'est que vers l'ouest. Das heißt, er sucht Allianzen in China, mit China. Aber wie realistisch ist das politisch, dass es da eine
ein Bund gibt. Also welches Interesse hat China, mit Russland zusammenzuspannen, angesichts der Tatsache, dass Russland wirtschaftlich gesehen sehr schwach dasteht, eigentlich nur Probleme hat? Diese Frage quält den Kreml sehr. Man hat sich zu Beginn der Olympischen Spiele vor ein paar Wochen demonstrativ stark China zugewandt. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen Xi Jinping und Wladimir Putin vom Aufbau einer postwestlichen Weltordnung, die auf postdemokratischen Werten basieren würde. China bietet sich Russland also als Hauptverbündeter an. Gleichzeitig fürchtet man sich in Russland auch vor China. China ist bekanntlich ein extrem bevölkerungsreiches und dynamisches Land. Russland hingegen ist extrem leer, groß und rohstoffreich. Dem Wunsch, sich mit China gegen den Westen zu verbünden, steht die Angst vor China entgegen, das bereits seine Fühler nach den russischen Rohstoffvorkommen und dem riesigen russischen Raum ausgestreckt hat. Das Bündnis dient Putin derzeit dazu, den Westen zu ärgern. Es ist aber auch sehr riskant für Russland. Wie deuten Sie das? Also diesen Rohstoffreichtum Russlands, das ist ein Fakt und Russland ist abhängig davon für den Export, aber auch der Westen ist abhängig davon, insbesondere Deutschland. Wir haben die Debatten mitverfolgt über die Pipeline Nord Stream 2. Deutschland bezieht die Hälfte des Öls und des Gases aus Russland derzeit, ist also sehr abhängig. Ist dieser Rohstoffreichtum für Russland aus Ihrer Sicht eher ein Segen oder ein Fluch für die Zukunft? Sie ist insofern ein Segen, als sie dem Land sehr hohe Devisenreserven verschafft. Hohe Rohstoffpreise haben es Russland in den letzten 20 Jahren erlaubt, seine Armee zu modernisieren und Militäroperationen und andere Dinge zu finanzieren. Russland ist dank seiner Rohstoffe reich geworden. Dieser Reichtum hat aber auch zu Problemen geführt, weil sich Russland seit 25 Jahren darauf verlässt und die Entwicklung seiner Industrie vernachlässigt und wenig in die Kreativität seiner Forscher und Ingenieure investiert hat. Damit ist Russland in gewisser Weise trotz seiner Reserven eine sehr fragile Macht. Es reicht, dass die Rohstoffpreise sinken, damit Russland plötzlich mit sehr viel weniger Mitteln auskommen muss. Leider hat es Russland verpasst, dieses Geld dafür einzusetzen, die Industrie im Land wieder aufzubauen und im Interesse der Bevölkerung die Infrastruktur und die Qualität der Schulen und Krankenhäuser zu verbessern. Die Situation ist insofern paradox, dass ein enorm großes und reiches Land eine verarmte Bevölkerung hat, die der nationalen Überhöhung und wohl auch Wladimir Putins überdrüssig geworden ist. Seine Umfragewerte sind viel schlechter als vor 6 oder 8 Jahren. Bei seinem Wunsch, im Zentrum der Welt zu stehen, hat Wladimir Putin wohl einfach sein Volk vergessen. Genau, und dieses Volk, das interessiert ihn auch nicht wirklich, wenn ich Sie richtig verstehe. Er nennt zwar Russland eine Demokratie, eine gelenkte Demokratie, glaube ich, ist der Ausdruck. Was hat er für ein Demokratieverständnis? Sie haben die Allianz mit China angesprochen und gesagt, da geht es eigentlich nicht um Demokratie, sondern um was anderes. Was stellt sich Putin unter einer in seinen Augen gelungenen Demokratie vor? Die Antwort findet sich beim Autor, den er am häufigsten zitiert und über den wir gesprochen haben, Iwan Iljin, der die westlichen Demokratien kritisiert, weil sie seiner Meinung nach nur auf Wahlen basieren und die Führung sehr oft alle 4, 5 oder 7 Jahre wechselt. Iljin plädiert für eine Demokratie per Akklamation, in der das Volk ein und denselben Führer auf lange Zeit bejubeln kann. Genau das hat Putin erfolgreich geschafft. Er ist seit 2000
praktisch ununterbrochen an der Macht und kann dies bis 2036 bleiben. Er glaubt also, eine Demokratie per Akklamation geschaffen zu haben, in der ihm das Volk dafür dankt, dass er weitermacht. Das Problem ist natürlich, dass es sich dabei um eine Scheindemokratie handelt. Es gibt in Russland keine demokratische Debatte vor einer Präsidentschaftswahl. Putin wird sich nie dazu herablassen, im Fernsehen mit seinen Gegnern zu debattieren. Darüber hinaus haben ihm nicht genehme Kandidatinnen und Kandidaten kein Recht anzutreten. Er lässt nur Parteien zu, die im Parlament in seinem Sinn abstimmen, die Kommunistische Partei etwa und eine rechtsextreme Partei. Ein tatsächlicher Oppositioneller wie der Antikorruptionsaktivist und Blogger Alexei Nawalny wird vom Geheimdienst vergiftet und fast umgebracht. Und wenn dieser Nawalny nach Russland zurückkehrt, wird er ins Gefängnis gesteckt. Es ist also eine potemkinsche Scheindemokratie. Putin hat das Bild einer Art New Age-Demokratie, einer Beifallsdemokratie geschaffen, in der das Volk stolz ist auf seinen Führer, die in Wirklichkeit aber gegen alle Normen des Respekts vor des Volkes Stimme verstößt. Aber wie groß ist die Opposition, der Widerstand in Russland derzeit noch? Auch, also wie viele Menschen glauben mittlerweile auch die Propaganda? Sie lesen ja beide, also die westlichen Medien, aber auch die russischen Zeitungen und schauen sich beides an. Es gibt ja auch die Idee oder die Meinung, die im Westen auch vertreten wird, zum Beispiel von der linken Politikerin in Deutschland, Sarah Wagenknecht, dass wir bezüglich Russland ein einseitiges, ein zu negatives Bild haben und immer nur die schlechten Seiten sehen. Wie deuten Sie das? Einerseits, stimmt das, was Wagenknecht sagt? Haben wir ein zu negatives Bild von Russland? Und die andere Frage wäre, die Bevölkerung Russlands selbst, wie stark glauben die das, was sie da täglich gesagt bekommen und lesen von Putin und seinen Beamten? Lassen Sie mich zuerst Ihre zweite Frage beantworten. Ich hatte vor einigen Tagen ein langes Telefongespräch mit dem Direktor des angesehenen unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada-Zentrum. Er erklärte mir, dass die antiwestliche Propaganda im Fernsehen 50% der Bevölkerung erreicht. Vor allem Menschen, die auf dem Land leben, eher arm und über 55 Jahre sind. Die andere Hälfte der Bevölkerung, die jünger als 55 ist, eher in den großen Städten lebt, gebildeter ist und sich im Internet bewegt, was ja in Russland nicht völlig zensiert ist, sodass man Zugang hat zu unabhängigen Informationen, glaubt der Staatspropaganda nicht mehr. Die Macht der russischen Propaganda, die Glauben machen will, der Westen warte nur darauf, Russland anzugreifen, schwindet. Als Putin 2014 die Krim annektiert, löst das eine nationalistische Begeisterung aus. Alle Russen sind stolz und die Propaganda funktioniert sehr gut. Ein paar Jahre später, da die Menschen mit realen Problemen konfrontiert sind, funktioniert das weniger gut. Dann zu Ihrer anderen Frage, zum Bild, das wir uns von Russland machen. Man muss die Dinge trennen. Russland ist ein enorm spannendes Land aus kultureller und wissenschaftlicher Sicht, aus der Sicht der Kreativität und des sozialen Erfindungsreichtums. Ich liebe das Land seit jeher leidenschaftlich, auch wenn ich nur ein paar Jahre dort gelebt habe. Ich liebe es, weil es kreativ und überraschend ist. Die Kreativität und der Erfindergeist der Russen sind außergewöhnlich. Man muss die Liebe und das Interesse für dieses Land von den Handlungen seiner Führer trennen, die seit 20 Jahren in gleicher Besetzung an der Macht sind. Dagegen kann die Bevölkerung heute nichts tun. Sämtlichen Demonstrationen, das letzte Mal zur Unterstützung Alexei Nawalnys im Jahr 2021, wird mit äußerster Härte begegnet. Viele junge Menschen landen 2 Wochen im Gefängnis und werden gebüßt. Es ist unmöglich, in Russland zu protestieren. Ich glaube aber, dass die Russen der nationalistischen Machtdemonstration überdrüssig geworden sind. Sie wollen heute ihr Leben leben, sie wollen arbeiten, Geschäfte tätigen, ungehindert reisen und sehen im Westen nicht unbedingt einen Feind. Was heißt das für Putin?
Er wird im Oktober 70 Jahre alt. Mit dem, was er gerade in der Ukraine tut, versucht er erneut, die nationalistischen Gefühle seines Landes zu schüren und nimmt dabei einen Krieg in Kauf. Wird er damit Erfolg haben? Werden die Russen in die nationalistische Bresche stoßen, die er aufreißt? Wir werden es in den kommenden Wochen sehen. Klar ist, dass Wladimir Putin an den nationalistischen Fäden zieht, wie er das schon sehr lange tut. Ich bin mir nicht sicher, dass die russische Bevölkerung ihm ergeben folgt. Haben Sie eine Prognose, was daraus wird? Also die These ist, er regiert an seinem Volk vorbei, schon seit längerer Zeit. Vor allem in den Städten ist sehr viel Widerstand. Die Leute glauben das nicht, wollen das nicht. Haben Sie eine Prognose, was kommen könnte? Auf innenpolitischer Ebene wird nichts geschehen, weil es keinen Raum für irgendwelche Opposition gibt. Jede mögliche Opposition wird entweder von der Macht gezähmt, indem man Parteien gründet, die sowieso für den Kreml stimmen werden, oder man verfährt mit ihr wie mit Alexei Nawalny, der nach einem Mordversuch wohl sehr lange im Gefängnis bleiben wird. Eine politische Opposition wird also nicht auftauchen. Vielleicht wird es zu sozialen Unruhen kommen. Vielleicht werden sich einzelne Regionen in Sibirien gegen die staatlichen Übergriffe wehren. Aber eine strukturierte politische Opposition schließe ich aus. Nach außen hin lässt sich keine Prognose stellen. Klar ist, dass Putins Diskurs auf Dauer sehr kohärent ist. Er mag von der Realität abgekoppelt sein, aber Putin bleibt auf seiner Linie. Er ist bereit, in der Konfrontation mit dem Westen bis zum Äußersten zu gehen. Das ist sehr beunruhigend. Wie ich in meinem Buch beschreibe, stützt sich dieser Diskurs auf Philosophen, die Russland und den Westen als Feinde darstellen. Dieses Bild gilt es zu überwinden. Es gibt viele russische Philosophen, die Putin natürlich nicht zitiert, die der Ansicht sind, dass Russland und der Westen durchaus miteinander auskommen und sich zusammenschließen können. Wir befinden uns heute in einer ziemlich dramatischen Situation. Der bald 70-jährige Putin ist auf Konfrontation aus. Warten wir ab, was passiert. Auf jeden Fall aber ist Putins Wille, bis zum Äußersten zu gehen, sehr real. Und was ist für Sie die Aufgabe des Westens jetzt in dieser Situation und auch in den nächsten Jahren, wenn das so weitergehen wird, wenn er die Macht nicht abgibt, wenn er keine Opposition zulässt, wenn er seinen Plan weiter verfolgt? Wie hart muss der Westen sein? Wie viele Sanktionen müssen gemacht werden? Aus Ihrer Sicht? Ich bin selbst kein Politiker, deshalb habe ich darauf keine Antwort. Ich denke, man muss den Menschen in Russland zu verstehen geben, dass man sie liebt und bereit ist, ihre wirtschaftliche und kulturelle Kreativität zu unterstützen. Das ist etwas, was wir tun können, um Russland zu helfen. Wladimir Putin nährt sich von unseren Schwächen. Barack Obama sagte 2013, dass ein Einsatz von chemischen Waffen in Syrien eine rote Linie darstelle, die nicht überschritten werden dürfe. Als die Armee von Bashar al-Assad mit Hilfe der Russen chemische Waffen einsetzte, war die rote Linie verschwunden. Wladimir Putin hat damit verstanden, dass Barack Obama es nicht wagen würde, zurückzuschlagen. Unsere Schwäche macht ihn stark. Eine Reaktion des Westens auf Wladimir Putin muss auf Stärke gründen und rote Linien aufzeigen. Man muss klarmachen, dass die Integrität der Ukraine eine solche rote Linie darstellt. Die Ukraine gehört weder zur NATO noch zur Europäischen Union, aber das Land hat niemanden angegriffen und hat ein Recht auf seine Integrität. Als Produkt der Sowjetunion versteht Wladimir Putin nur die Sprache der Macht. Die westlichen und die europäischen Länder müssen die Kraft aufbringen, sich einer Politik der Anerkennung einer separatistischen Republik oder gar einer Annexion zu widersetzen. Also die Forderung ist an den Westen eine klare Haltung, klare Linien und klare Abstecken von roten Linien auch. Und wenn die überschritten werden, dann auch dezidiert handeln. Wir haben eine Tour d'Horizon gemacht über die Person Putin, über seine Politik, über seine intellektuellen Einflüsse. Bis zu einem kurzen Einblick. Die Zukunft wird zeigen, was passiert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Michel Ertschalinov. Je vous remercie beaucoup.